Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Ich bin die Mira, das ist Final Fantasy 8. Es ist schon lange her, dass wir das gespielt haben, oder Leute? Ich habe keinerlei Ahnung, wo ich hin muss. Verdammt! Ist hier irgendwo, wo das angezeigt wird? Nee, oder? Muss ich in den Palast? Kann das sein? Darf ich da sinnlos durch die Stadt rum? Und wieder. Also wenn ich hier mal in die Truppe, schaue. Ah, ich denke so lange. Renoir ist wieder da. Die sind alle irgendwie ein bisschen sehr nur. Ups. Sind noch alle verteilt. Gut. Keine Ahnung, was ich damit mache, aber sind alle verteilt. Okay, ein kleiner Kampf für einen Anfang. Ich habe versucht, während ihr nicht da wart, sorry für das Krach. Wenn ihr nicht da wart, habe ich versucht, die Waffen zu verbessern von den Jungs. Und von den Damen auch. Ja, dann gibt's nichts zu klauen. Ich habe versucht, die aufzulassen. Squall ist jetzt wirklich auf 90, die anderen, die Mädels halt leider nicht. Es wird mir wahrscheinlich im letzten Kapitel den Hals brechen, oder kann mir den Hals brechen. Beim Einkaufszentrum, oder? Ja, ich nehme mal Einkaufszentrum. Geh mal kurz hier, wahrscheinlich. Bernardo kann ich bei keinem ziehen. Ja, ich will einkaufen. Heute Schlussverkauf, ja, weil bei dir. Da habe ich aber auch alles, was ich brauche. Da habe ich wahrscheinlich. Oh! Danke, eine Ex-Potion. Auch genug. Mein Schrotthandel, gucken wir mal rein. Habe ich mittlerweile irgendwas für eine Waffe? Okay, wie ihr seht, hier habe ich ein Löwenherz, das Beste. Hier bin ich nicht. Doch, habe ich auch das Beste. Ja, da kann ich nichts machen, weil mir immer noch Dino-Knochen fehlen. Und da fehlen mir zwei Eisenrohr. Das heißt, der kleine arme Irby hat nur eine Lysis. Oh, Lysis. Da fehlt mein Energiekristall. Die ist auch am besten und die ist auch am besten. Das heißt, nur irgendwie ist ein bisschen. Er holt sie auch. So, und ich glaube. Goodbye! Ich muss jetzt echt. Cool. Dingens. Der ist ja nicht hart, oder? Oh, danke, Odin.
Was ich auch nicht habe, ist alle GF. Das werde ich auch nicht schaffen, auch wenn ich es gerne hätte. Ich hätte gern wirklich mal geschafft, so einen Durchlauf mit allen GF. Aber ich glaube, das muss ich am PC spielen. Und mir dann meine Charaktere auf Level 99 hochtrainieren. Ist das eine Stammkunde für irgendwas? Oder war das Shop? Ich sollte Abenteuer machen. Der Boris hat auch was gelernt. Hatte das? Okay, wo ist einer? Ach, der Boris war der hier. Nein, wir machen nicht auf 30. Wir machen jetzt hier die Schicks. Der Alex, der macht den, das darf er. Hakto, hast du auch was gelernt? Bist du halt Reflektkopplung? Kannst du mal bitte hier? Da trinken jetzt Stammkunde. Ich laufe mal zurück. Hab ich euch jemals den Tomberry gezeigt? Ich bin ja hier. Ich glaube, ich wollte ja bei dem Buchhandel. Oh cool, Fan, aber ich brauche viel Geld, um die zu kaufen, okay. Mit dem Abs habe ich auch mal. Oh, die gehen nach 5 Hilfen. Hey! Naja, ob er jemals dazu kommen. Mein Problem ist echt, dass mir auch ein bisschen die Zeit fehlt, wenn ich für euch was aufnehme. Dann auch noch hier wirklich die Leute auf Level 99 zu machen, weil das ist echt Schweinarbeit. Also es ist ja echt anstrengend. Wo finde ich diese kleinen Dings? Das machen wir auf. Wenn die zusammengeklappt sind, dauert immer so lange. Und du bist auch vergiftet. Vorhin gibt es nichts dafür, dass es so lange dauert. Das steht ja auch noch. Ja. Gut, brav. Oh, ich muss schon wieder essen. Da liegt jemand rum. Oh, war das was Cooles? Eis, wir brauchen noch Eis.
Wir brauchen jetzt alles gar. Residenz betreten. Also ich glaube, dass wir da jetzt hin müssen. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Sonst muss ich lesen, was ich machen muss. Ja, ich mir auch. Wir tun zwar alles, aber wir reden nicht mit mir. Hab ich mir früher sowas gemerkt, ohne es zu wissen? Wie keine Befugnis. Leck mir am Arsch keine Befugnis. Okay, Moment. Eigentlich müsste ich jetzt echt hier hin, aber war ich noch nicht bei Ideas Haus? Ich schau mal. Wir schauen mal. Müssen wir durch die Stadt rennen? Ja, wollen wir. Jetzt gedacht, dass ich schon beim Ideas-Haus war. Braucht noch so ein Ding. Das dann geht schnell, wenn die alle hauen können. Dann geht's schnell. Ich glaube jetzt mal hier rum. Und ich hoffe, dass es vielleicht schneller ist, aber ich glaube nicht. Doch, ist schneller. Muss ich mir merken. Ach du Scheiße hier. Nein, nicht Kung-Fu. Nicht Kung-Fu. Ich hasse Kung-Fu. Mach schnell. Das kommt hier. Warum tust du das?
voll. So ein Dummbart. Macht doch alle seine Zauber weg. Ist er tot? Nein, ich fühle mich nicht. Scheiß Vieh. Jetzt sind meine beiden Jungs vergiftet. Hubala, hubala. Mal so drehe ich, okay. Wo war das denn das Haus? Okay, ah, cool, hier kann man reden. Hängen. Ich weiß nicht, wo wir hin wollen. Ich glaube, jetzt sind wir nochmal hier rein, in der Hoffnung, dass es hilft. Dass es wo ich hin muss. Genau, hier muss ich hin. Da ist der Hund. Der Hund. Oh! Sorry. Was ist? Hier ist wohl einer zu viel. Zwei eigentlich. Das sieht dir nicht ähnlich. Ich hol mal Renoir. Geht mal mit dem Hund. Was meinst du? Was soll ich Renoir sagen? Ich sollte lieber nicht über Hexen sprechen. Es stört mich nicht, dass sie eine ist. Ich auch nicht, oder? Renoir ist Renoir. Was passiert mit mir? Sei unbesorgt. Ich habe auch gute Hexen. Idea war auch eine gute. Du wirst bestimmt auch eine. Aber Idea, ich weiß nicht, was passiert, wenn Artemisia in mich dringt. Im Weltall habe ich Adele wieder erweckt. Und was werde ich als nächstes anstellen?
Was wird dann? Muss ich denn gegen die ganze Welt kämpfen? Ich habe Angst. Nur, auch wenn die ganze Welt gegen uns ist, bin immer noch dein Hexenritter. Kerl, das solltest du laut aussprechen. Wenn Artemisia mich beherrschen sollte, kommen die Seeds, um mich zu töten. Mit dir als Anführer. Und dann wirst du mein Herz mit deinem Schwert. Weil wenigstens werde ich von dir getötet. Squall, wenn es soweit ist. Nein! Das werde ich nicht tun. Ich kämpfe nicht gegen dich. Unser Feind ist Artemisia, die Hexe aus der Zukunft. Artemisia wird kommen. Ich werde dann von ihr beherrscht. Was willst du tun? Wie willst du mich retten? Mir wird schon was einfallen. Es gibt immer einen Ausweg. Glaubst du? Ja, ich werde einen finden. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Bis du einen Weg findest, sollte ich vielleicht doch in der Kapsel bleiben. Das ist zwecklos. Ich werde dich wiederholen. Du bleibst in meiner Nähe. Oh, genau das war's. Was war's? Damit hat alles angefangen. Wovon redest du? Hast du's vergessen? Hab ich das gesagt? Ist schon gut. Daran sind die GF schuld, deswegen hab ich's vergessen. Paula, Ausrede. Geht's dir wieder besser? Ja. Squall? Ich hatte einen schlimmen Albtraum. Daran wollten wir uns zusammen die Sternschnuppen ansehen. Ich habe mich schön gemacht, aber ich wusste nicht mehr, wo wir uns treffen wollten. Ich wusste nicht, wohin, aber ich lieb, um dich zu suchen. Berge, Wüsten, Felder, Timber, Balam, Galbadia, ich war überall. Ich konnte nicht mehr laufen, aber ich wollte dich sehen. Ich rief, Squall, wo bist du? Dann bin ich aufgewacht. Ich hab geweint. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Aber wenn ich es dir erzähle, muss ich nicht mehr daran denken. Der Grund, warum wir uns nicht treffen konnten, ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Kann sein. Wir treffen uns hier. Ich werde hier sein. Und dann? Dann werde ich hier warten. Auf wen? Ich werde hier warten auf dich. Oh, ich werde hierher kommen. Dann klappt es bestimmt. Versprochen. Ups. Ich störe ja ungern, aber wir haben eine Nachricht aus Esther erhalten. Sie wollen die Seeds anheuern. Wie wollen sie? Sie wollen Renoir wohl wiederhaben. Der Gouverneur am Apparat hieß Kyros. Kyros, das ist doch unser Kyros. Gouverneur Kyros, die wollen uns anheuern? Gehen wir hin. Oh, Idea, hallo. Boah, der kleine Junge, der immer heulend nach Eloa gesucht hat. Dann muss ich jetzt hier rauslaufen, damit sie mich aufhält. Genau. Boah. Ich werde dir etwas über mich erzählen. Die Tragödie begann ungefähr vor 13 Jahren. Ich wurde eine Hexe, als ich noch klein war. Vor 13 Jahren bekam ich zusätzliche Macht. An dem Tag traf ich hier eine Hexe, die ihre ganze Energie verbraucht hatte. Ich habe die Macht dieser Hexe übernommen. Ansonsten hätte sie meine Kinder bedroht. Daher habe ich ihre Macht angenommen. Aber damit begann die Tragödie. Jetzt hat das Leid ein Ende. Jetzt weiß ich, dass jedes Leid irgendwann mal einem Uhr endet. Voll, daher musst du deinen Kampf zu Ende führen, auch wenn dadurch neues Leid entsteht. Geh jetzt, Squall. Dann gehe ich. Speichere hier kurz. Sorry. Weiß jetzt aber wieder, wo ich das nächste Mal bin. Und dann geht's weiter. Dann spielen wir weiter. Ich wollte wirklich nur einmal reinschauen, wie der Stand ist, wo ich hin muss und alles.
Danke, dass ihr dabei wart und bye bye.